hier von der Hafenterrasse direkt an den St. Pauli Landungsbrücken und hallo zur Hafenzeit. Corona hat uns voll im Griff und wenn ich sage voll im Griff, dann meine ich auch, dass wir hier so langsam alle verzotteln. Gefühlt habe ich jetzt so ein halbes Kilo Gel im Haar, die Haare schön knusprig. Ja, hoffentlich haben die Friseure bald wieder auf. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen nach vorne schauen. Wir waren hier heute auch mal unterwegs an den St. Pauli Landungsbrücken und haben mal geguckt bei den wenigen Passanten, die man hier so trifft, wie denn so die allgemeine Lage und die Laune ist. Es war eine komische Situation, aber wir sind wohl nach Finkenwerder. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit, weil wir einen Arztbesuch machen wollen. Ja, und genießen hier die Sonne. Wir finden aber drüben ist, können wir mehr machen. Da ist es ruhiger. Ruhiger, das ist, kann man schön. Im Moment ist es hier ja auch ruhig. Ne? Schwimmen vermissen wir. Wir gehen sonst immer schwimmen. Also, Kino können wir auch nicht gehen. Mal essen gehen. Wir sind schon 80. Wir sind Schwestern. Ja. Vorsichtshalber, falls wir das brauchen. Aber nee, bei einer frischen Luft. Langsam bin ich. Ich nicht. Wir haben keine Vorerkrankungen, wir sind eigentlich ganz gesund. Wir rauchen nicht. Wenn man vielleicht irgendwas mit der Lunge hat oder andere Krankheiten, dann ist das vielleicht gefährlicher oder so. Ich finde das ganz angenehm, dass jetzt nicht so viele Leute unterwegs sind. Ich mag nicht so finden, wenn so viele Leute auf so einem Haufen sind. Das finde ich schon ganz angenehm. Ach, Straßenverkehr natürlich nachgelassen. Wenn sie frei sind, so. Also, die Wirtschaft leidet natürlich noch. Gerade die Kleinbetriebe, jetzt mein Friseur hier, meine langen Haare, ne? Ist halt so, ne? Ja, auf der Firma haben wir auch, ich bin da schon Rentner. Hab einen kleinen Nebenjob, aber ich habe praktisch nur einen halben Tag mein Gehalt läuft weiter. Meine Chefin sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Gehalt läuft weiter, das ist schon mal ganz gut. Naja, aber man wird sehen, also es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Die kleinen Betriebe, die haben natürlich ganz schön zu knacken. Das denke ich schon. Die großen, ja, vielleicht ob das so gerechtfertigt ist, alles nicht, wenn man das so liest. Im Internet zum Beispiel, dass die Großen unterstützt werden, großartig, ne? Mit viel Geld. Aber der kleine Mann, da ist hier nicht so viel von, ne? Und sie auch unterstützt werden. Da habe ich so ein bisschen, ja, Bedenken. Ja, ich finde sehr interessant, auch mal diese Meinung zu hören. Wir haben alle das Gefühl, eingesperrt, weggesperrt zu sein, Homeoffice, Land auf, Land ab. Wir haben ja noch das Glück, dass wir hier die Hafenterrasse nutzen können für unsere Sachen, um auch ein bisschen mehr darüber zu berichten, was hier eigentlich so los ist in Hamburg und im Hamburger Hafen. Wie ihr es ja vielleicht auch schon mitgekriegt habt, letzte Woche gab es Besuch von Dennis Durand. Dennis Durand ist ein ganz hervorragender Hamburger Soul-Sänger und wir haben gemeinsam daran erinnert, dass Bill Withers verstorben ist. Er hat hier vor dieser wunderbaren Hafenkulisse Lovely Day gesungen und auch ein eigenes Lied, Mein St. Pauli. Eben habe ich ein Gespräch geführt mit Peter Kämmerer, da brauchte ich keinen Abstand halten, der war mir nämlich per Skype zugeschaltet. Jetzt per Skype zugeschaltet ist Peter Kämmerer aus der Selbstisolation, wie er auch selbst sagt. Peter Kämmerer war lange Zeit Mitglied der Hamburger Bürgerschaft für die Hamburger SPD und ist Geschäftsführer der IG St. Pauli, also Interessengemeinschaft St. Pauli. Und deswegen gleich die erste Frage an dich, Peter. Stirbt die Hamburger Stadtteilkultur auf St. Pauli? Na, warum soll die sterben? Im Moment wissen wir ja noch nicht, wie das weitergeht. Wir kennen zwar die Termine und die Bundesmitteilung von gestern. Denn der Senat wird ja erst morgen die Umsetzung bekannt geben. Der Hamburger Schutzschirm ist jetzt zu großen Teilen ausbezahlt worden. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn wir ja natürlich so lange jetzt nicht feiern dürfen bis Ende August, alles noch geschlossen bleibt, Clubs, Diskotheken, langt das Geld? Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war das Geld. Das erste waren die sogenannten Sofortmittel. Die waren für 3 Monate, habe ich immer gehört, gelegen. Und alle waren erstmal zufrieden. Und nun kommt es darauf an, wie es weitergeht. Jetzt diese ganzen Vorschriften, die wir jetzt neu haben, die gelten bis 3. Mai. Und dann wird weiter entschieden. Und wir werden am 4. Mai zusammensetzen. Dann wird es auch nicht mehr.
Wie ist denn so die Stimmung eurer Mitglieder? Also mein IG St. Pauli vertritt, ich sag mal, fast ganz St. Pauli, alle Gastronomen, Clubbetreiber. Wie ist die Stimmung? Also, wir sind ja die IG St. Pauli und Hafenmeile e.V. Und die Stimmung war eigentlich bisher gut. Immer wenn das Geld kam, aufgeatmet, zufrieden. Jetzt, wo die ersten Lockerungen kommen, da kommen natürlich auch schon Stimmen, die sagen, oh, wenn wir das Geld verdienen, und wir nicht. Und die kriegen das gleiche Geld. Also das müssen wir alles mal abwarten. Und je nachdem, wie die Entscheidungen weitergehen, wird natürlich auch die Stimmung sein. Noch ist da gar nicht mal alle Sofortzahlungen, sind ja noch gar nicht alle ausgezahlt. Jetzt gab es ja auch noch Betrugsversuch, da wurde wieder alles gestoppt. Heute habe ich gerade von einem, der hat ein Unternehmen Bescheid bekommen, der hat heute erst das Geld bekommen. Und dazu kommen ja dann noch die KfW-Mittel, die beim Bund und Hamburger Mittel auch noch beantragt werden. Das sind natürlich Kredite. Nun haben wir natürlich auch eine große Gemeinschaft der Hamburger Schausteller. Frühjahrsdom ist ausgefallen, Hafengeburtstag fällt aus und der Sommerdom, den wird es in der Form auch nicht geben. Ich habe neulich mal mit einem Schausteller gesprochen, der empfindet das als Berufsverbot. Wie ist da jetzt die Lage? Also Berufsverbot ist das, wenn man das so will, für alle und nicht nur für die Schausteller. Das sind Betriebe wie alle anderen auch. Allerdings, ich bin ja im Beirat der beiden Schaustellerverbände und bin da auch immer informiert und habe auch den Brief vom Bundesverband an den Gesundheitsminister, also unerhört, der hat ja wohl so ungefähr gesagt, und die Schausteller und die Betriebe, das stellen sie mal ganz hinten an. Und da habe ich auch gesagt, die müssen jetzt, jeder Landesverband muss seinen Ministerpräsidenten anschreiben, denn die legen fest, was weiter passiert. Dass die arm dran sind, ist mir völlig klar. Aber ja, die Tür andere auch. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die sehr, sehr viele interessieren wird. Und zwar der Hamburger Schlager-Move für Anfang Juli eigentlich vorgesehen. Es ist eine Großveranstaltung, die aber sehr beliebt ist. Und habe ich gehört, Art Geheimplan Anfang September. Das würde ja nun unmittelbar nach dem Verbot der Großveranstaltung sozusagen fallen. Ist das nicht doch ein bisschen zu früh für eine Veranstaltung dieser Größenart? Also, erstens, Frank Klingner, der von der Hossa Hossa GmbH, wie das so schön heißt, für den Schlagermove, mit dem bin ich in Verbindung. Der ist auch in unserem großen WhatsApp-Verteiler, den wir hier haben, ist er auch drin und weiß von dieser Verschiebung. Da wird sich zeigen, wenn der 31.08. im Gespräch ist und dann erst Anfang September oder schon Anfang September. Naja, ja, kann ich sagen. Und auch nicht, hab die Frage verstanden. Da sind natürlich Massen zusammen. Das wird sich zeigen. Lieber Peter, ich danke dir für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, von der wir ja alle zurzeit ja auch genug haben. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und das nächste Mal wieder hier bei einem Bier auf der Hafenterrasse zusammen. Hoffentlich bald. Vielen Dank. Hoffentlich bald. Also, tschüss. Tschüss, alles Gute. Das war es mit der Hafenzeit hier direkt von den St. Pauli Landungsbrücken. Folgen, liken, kommentieren nicht vergessen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.